Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich fast 60.000 Leute in ein Stadion bringe. Mit diesem Event zeigt Deutschland halt auch einfach, dass wir international angekommen sind. Wenn du eine MMA-Vorbereitung absolvierst, dann hast du auf jeden Fall ein gewisses Höllenprogramm, das du durchlebt hast. Ich bin jemand, der Kälte hasst. Ich hasse es zu frieren. Ich hasse es. Ich hasse es einfach zu frieren. Ja, ich meine, du hast eine Mütze auf. Wie viel Grad haben wir? Liebe Octagon-Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf diesem Stuhl. Ich habe jemanden neben mir, der ganz, ganz vielen wahrscheinlich in Deutschland sehr bekannt ist in der MMA-Szene, aber ein neues Fighter-Gesicht bei Octagon. Und ich darf begrüßen Max Quoga. Was geht ab? Was geht ab? Alles gut? Ja. Wie geht's dir? Hervorragend. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Ich hab dich hier neben mir sitzen, da geht es mir gut. Ja, du hast dein Octagon-Debüt hier direkt im Stadion bei Octagon 62. Wie fühlt sich das an, dass du bei einem der größten MMA-Events aller Zeiten direkt in den Cage steigen darfst? Da kann man eigentlich nicht viel sagen, außer dass es unfassbar ist. Es ist historisch, es ist das größte MMA-Event, das wir bis dato in Deutschland haben werden. Und es zählt sogar zu einem der größten Events weltweit. Und es macht mich einfach nur stolz, dass ich in Frankfurt vor heimischer Kulisse im Deutsche Bank Park kämpfen werde. Das wird einfach brutal. Kannst du das schon so realisieren? Wir sind ja immer mal wieder im Stadion, einfach um auch ein paar Sachen abzudrehen und so. Das ist schon krass, wenn man sich vorstellt, wenn man dann unten langläuft, dass man da auch in den nächsten Monaten kämpfen wird, ist krass. Ist einfach krass. Wann beginnst du deine Vorbereitungszeit vor dem Kampf? Die konkrete Vorbereitungszeit wird so im Juli losgehen für den Kampf. Und ja. Du bist ja generell auch ein Veteran des Sports. Wie würdest du die MMA-Geschichte, wie die sich entwickelt hat in Deutschland, beschreiben und vor allem, welche Rolle spielst du dabei? Wie bewertest du deine Rolle dabei? Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich im Stadion kämpfen werde, dass ich fast 60.000 Leute in ein Stadion bringe, auch mit den anderen Kämpfern. Es ist eine Wahnsinnsentwicklung und mit diesem Event zeigt Deutschland halt auch einfach, dass wir international angekommen sind. Ja, Mann. Ja. Du bist ja auch Clubbesitzer. Ja. Gehst du selbst auch feiern? Ja. Trinkst du auch Alkohol? Selten, aber kann schon vorkommen nach dem Kampf. Wenn es was zu feiern gibt, dann schon. Aber dann kann es passieren. Wenn du verlierst, was ja gut wenig vorkommt, dann erst recht. Einmal den Frust wegsaufen. Ich bin ja damit aufgewachsen. Das heißt, es ist für mich nicht in dem Sinne so flashig, dass ich sage, okay, jetzt muss ich mir irgendwie die Birne wegtrinken, dass ich dann. Ich liebe Musik, ich höre sehr gerne Musik, ich bin sehr gerne unter Menschen. Auch gerade in meinem Club arbeiten sehr enge Freunde für mich, Familie arbeiten mit mir zusammen. Das ist immer eine sonderbare Situation. Aber es ist nicht. Deswegen gehe ich auch gerne aus diesen Gründen. Ja, aber nicht um mir irgendwie. Ich habe mich das halt auch gefragt, weil man selber halt so viel im Club ist, um zu arbeiten, ob man überhaupt noch Bock hat, so die Lust überhaupt da ist, dann noch privat zu feiern. Hundertprozentig. Wenn du feiern gehst, gehst du lieber wirklich in den Club oder magst du auch so Festivals? Welche Musik hörst du am liebsten beim Feiern? Prinzipiell würde ich sagen, ich bin offen für alles. Ich gucke mir immer alles sehr, sehr gerne an. Aber ich tanze gerne. Ja, und deswegen will ich schon meine Stage Ruhe is haben. Yours. Du musst anfangen. Du hast das bessere Outfit zum Tanzen. Ja, also. Ja, vor allem das beste Outfit, um zu sitzen hier. Tja. Nein, ich tanze gerne, ich liebe Musik und in dem Sinne war es das auch schon, ja. Was tanzt du denn? Alles. Also so auch klassische Tänze. Ja, ehrlich? Ja, klar. Hast du mal einen Tanzkurs belegt? Natürlich. Ehrlich? Ja, natürlich. Weil ich hätte einfach nicht gedacht. Walzer, schneller Walzer, es geht alles. Ja? Kannst auch du tanzen? So Bachata und sowas alles? Ja, klar kann ich das. Ja, nice. Ja. Gut, ja. Das gehörte zur Ausbildung von meiner Mutter dazu. Die ist ja auch Tänzerin gewesen. Ja. Und die hat immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass ihre Kinder die Fertigkeiten verstehen und auch teilweise mein Sohn, können. Ich unterstütze dich nur überall, wenn du tanzen kannst. So ungefähr. Braucht man auch fürs Kämpfen ein gewisses Rhythmusgefühl. Stimmt. Ja. Ich fände es ganz geil, wenn du bei Octagon 62 gewinnst. Vielleicht kannst du das jetzt versprechen, dass du dann einen Tanz dahin legst. Ja, mit Wunschsong. Arbeit. Mit Wunschsong. Dann, ja. Aber wir denken ja schon daran, dass du gewinnst. Also müssen wir ja so sehen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Okay. Aber ich gehe natürlich nicht in diesen Kampf. Und, um danach zu tanzen. Getanzt wird nach dem Sieg. Okay. Wenn du einen Wunschgegner, eine berühmte Person, also keine Person, die jetzt ein Fighter ist, sondern generell eine berühmte Persönlichkeit, gegen wen würdest du da gerne mal kämpfen? Kein Fighter? Nee, also es könnte sonst wer sein. Völlig wurscht, wo du sagst, boah, dem würde ich gerne einfach mal vielleicht einen aufs Maul hauen.
den ich in die Zähne. Ich bin ja kein Dings. Ich will ja nicht in dem Sinne. Einer, gegen den ich auf jeden Fall kämpfen würde, wäre Tom Hardy. Echt? Ja, warum nicht? Okay. Du warst ja bei Ottos Bulletproof the Challenge. Ja. Was war für dich das Härteste dort? Das Härteste war, dass ich erstmal haben die ja pausenlos irgendwie Challenges gehabt. Mhm. Du hast außerdem nicht gegessen und kaum geschlafen. Du wirst körperlich extremst müde gemacht und musst dann halt einfach nachdenken, Quiz, musst dir Sachen einspeichern, wirklich in die Birne kriegen und musst dann auch immer die ganze Zeit weiter körperlich performen, unendlich langes Laufen, Wandern. Das ist schon richtig zerrend und das Ekelhafte war einfach dieser Schlafentzug, dass du das Ganze. Katharina ging es ja nicht gut am ersten Abend, die hatte so einen Migräneanfall und ja, dadurch mussten wir uns so ein bisschen um sie kümmern. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass ich null Regeneration habe. Es gibt ja auch ein paar Fotos von mir, wo mein Gesicht komplett zerquollen ist. Und also das war so ein bisschen. Der Schlafentzug und diese körperliche Belastung kommt mit dem Schlafentzug. Das geht schon an die Substanz. Ja, ja, das glaube ich. Aber hat Spaß gemacht. Es waren geile Sachen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich wäre auf jeden Fall jederzeit bereit wieder für so eine Challenge. Willst du nochmal machen? Auf jeden Fall. Was würdest du sagen, welches Training ist härter, das von MMA-Fightern oder von Elite-Soldaten? Ich bin jetzt auch keiner, der jetzt vergleicht, ja. Aber ich weiß auf jeden Fall, wenn du eine MMA-Vorbereitung absolvierst, dann hast du auf jeden Fall ein gewisses Höllenprogramm, das du durchlebt hast. Bei so Soldaten geht es ja darum, dass die in Stresssituationen richtig funktionieren. Mhm. Das ist ein bisschen anders wie jetzt beim Kämpfen. Klar, der Kämpfer muss das ja auch mit der Vorbereitung, aber wenn du so einen Soldaten beobachtest, wie die sich darauf vorbereiten, ist es wirklich so, die werden mitten in der Nacht geweckt, dann müssen die 2 Stunden laufen, dann müssen die noch irgendwas anderes absolvieren und dann geht es eigentlich zur wesentlichen Prüfung. Dann haben die zum Beispiel Schusstraining und müssen versuchen, so gut wie möglich zu performen unter solchen Belastungen. Ist schon ein komplett anderes Training auch, ne? Vor allem auf Schnipser, ohne Vorlaufzeit. Okay. Das ist so der wesentliche Unterschied, würde ich sagen. Aber ich bin auch kein Elite-Soldat, deswegen ich kann mit seiner werden? Mutmaßen, ja. Wenn jetzt Seven vs. Wild anfragen würde, würdest du die 2 Wochen in der Wildnis überleben? Würdest du es machen? Ich würde auf jeden Fall überleben. Ich würde es auch machen, wenn es einfach auch zeitlich passt. Ich muss natürlich mit Nils reden, weil im Vordergrund steht ja das Kämpfen. Und das sind ja immer so Geschichten, die Spaß machen, die eine geile Erfahrung sind. Aber es muss einfach auch passen. Ansonsten, wie gesagt, ich bin offen für alles. Was wäre denn dort für dich so die größte Herausforderung? Du sagst so, das ist so, boah. Ich bin jemand, der Kälte hasst. Ich hasse es zu frieren. Ich hasse es. Ich hasse es einfach zu frieren. Ja, ich meine, du hast eine Mütze auf. Wie viel Grad haben wir? Und deswegen, alles, was so Richtung Arktik geht und so in den Norden. Das wäre so ein Gegner, ja? Ja. Okay. Frieren ist nicht mein Ding. Ansonsten kannst du mich aber in die Wüste stecken. Da habe ich kein Problem mit. Gibt es für dich Red Flags bei Frauen? Wenn ja, welche? Rote Haare. Okay, gut. Ja. Sonst noch? Geflochtene. Ja. Nein, gibt's nicht. Nein, ich bin ja offen, ich bin positiv eingestellt und für jeden Spaß zu haben, deswegen, nee. Würdest du sagen, du hast eigene Red Flags? Frauen gegenüber? Nein. Hätte sein können. Frag ja nur. Nein. Okay, gut. Ich bin lustig, ich bin, das war's auch schon. Das war's auch schon. wenn du in eine fiktive Welt eintauchen könntest, in welche würdest du gerne eintauchen? In eine fiktive Welt? Ja. Wo würdest du gerne mal leben, wenn es möglich wäre? Also da gäbe es mit Sicherheit viel. Was ich super interessant finde, ist alles, was so auch wirklich naturbezogen ist. Das finde ich gut, weil es so ein krasses Kontrastprogramm ist zu dem, was ich sonst so tagtäglich erlebe. Deswegen finde ich ja auch so Sachen wie Seven vs. Wild, Arctic Warrior und generell so Natursachen auch sehr spannend. Ansonsten, wenn ich ein Leben leben könnte, keine Ahnung, würde ich ja jedes Leben gerne mal leben. Mhm. Wirklich, auch wenn etwas ein bisschen derber ist, würde es mich auch interessieren, wie sich das anfühlt, das durchzumachen. Ja, im Großen und Ganzen bin ich aber dankbar natürlich für meine jetzige Situation. Ich will mein Leben überhaupt nicht tauschen, ich bin dankbar. Und ich kann ja hier mit dir auf diesem Stuhl hocken, deswegen ist es ja einiges richtig gelaufen in der Vergangenheit. Wenn, gibt's ein Land, wo du super gern mal noch hin möchtest, was du noch nicht gesehen hast? Es gibt ein Land, da möchte ich mit Nils hin, das ist Japan. Ich war schon mehrfach da, mein Bruder hat dort gelebt, aber es ist, ich finde es sehr spannend. Ja. Also bist du generell schon viel rumgekommen? Ja, würde ich schon sagen. Aber es gibt noch genug zu sehen. Wir spielen jetzt ein Spiel.
Klingt gut. Hast du Bock? Immer. Jut, ich hau ein Wort raus und du antwortest mit einem Wort das erste, was dir dazu einfällt. Jut? Okay. Frankfurt. Beste Stadt der Welt. Deutsche Bank Park. Geilste Arena von Frankfurt. König von MMA Deutschland. Christian Eckerlin. MMA Spirit. Bestes Gym der Welt. Champion. Christian, ich, mein ganzes Team, Katharina Dallister, Stefan Pütz, Daniel Beischel. Okay. Meine sind ein paar Namen. Ja. Mad Max. Sitzt vor dir. Ja. Leidenschaft. Kämpfen. Und Eckerlin. Legende. Und jetzt darfst du Fighter bewerten. Auf einer Skala von 0 bis 10. Geil. Bist du eine ehrliche Haut? Bitte? Bist du eine ehrliche Haut? Haust ja, immer, ja, immer. Gut. Okay, hab ich einen anderen Eindruck gemacht? Nee, null. Bist du jetzt bereit für die Fighter? Let's go. Okay, Dennis Ilbay. Dennis Ilbay, ich mag ihn sehr gerne. Bringt viel mit in Sport und knackige 8. Jut. Tupperlei. 6. Max Holzer. 8. Paradeiser. 9. Kater. 9. Samsonice. 8. Max Koga. 10. Ja. Sehr schön, das war's auch schon. Okay. Das war's? Ja. Ja, es geht da. Fehlen noch ein paar. Wir haben noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ah, ja, aber okay. Das waren ja so ein paar aus deiner Gewichtsklasse. Das ist ja ganz interessant zu erfahren. Ne? Okay. Okay, Entweder-Oder, ja? Erste Runde Finish oder 5-Runden-Schlacht? Erste Runde Finish. Bodenkampf oder Stand? Stand. Machst du lieber? Ich mach alles. Okay. Ich bin für jeden Müll zu haben. Stadt oder Land? Stadt? Land. Fluss. Stadt. Kannst du Stadt im Fluss? Klar. Oh, ich liebe das Spiel. Okay, anderes Thema. Eisbad oder Sauna? Sauna. Warum? Ich Weil du keine Kälte nicht magst. Das würde ich nur noch mal hören. Playsy oder Xbox? Playsy. Netflix oder Film? Film. Yacht oder Privatflieger? Privatflieger. Warum? Beides eigentlich keine Relevanz für mich, aber keine Ahnung, da kann ich... Also Yacht... Jetzt, wenn du mich so fragst, nehme ich die Yacht. Okay. Die Yacht kann ich bei der Yacht. Ins Wasser springen. Hättest du lieber mehr Freizeit oder mehr Geld? Mehr Freizeit. Ja, und wenn du die hättest, womit würdest du die mehr verbringen? Womit ich mehr verbringe? Ja, also was fehlt dir? Warum hättest du gerne mehr Freizeit? Nee, ist ja manchmal ein knackiger Ablauf oder ein knackiges Programm, das ich da fahre. Ich will einfach mit meinen Leuten sein, mit den Leuten, mit denen ich gerne bin. Gerne im Gym, gerne bei mir. Und das so ein bisschen nicht unter dem, sag ich mal, Banner der Arbeit. So, dass wir einfach schön Scheiß machen können, so wie es sich gehört. Kinder so, wie sie es gehört. Ja. Trainierst du lieber morgens oder abends? Morgens. Warum? So, da ist man konzentrierter, wacher, ein bisschen fresher. Hast du es hinter dir? Geht man, ja, kommt ja dann in der Regel nochmal eine Einheit, aber so, gefällt mir besser. So starte ich einfach besser in den Tag. Trainierst du grundsätzlich zweimal am Tag? Kommt drauf an. Oder wie sieht so eine Woche von dir aus, wenn du jetzt keine Fight-Vorbereitung hast? Dann kommt drauf an. Also kommt wirklich drauf an, was alles so ansteht. Okay. Bestellst du lieber Essen oder kochst du lieber? Bestellen. Was? Eigentlich nicht. Ich koche immer das Gleiche. Das ist die Sache. Was ich koche immer du denn? Das Gleiche. Rühreier mit Avocado und ein bisschen Brot, solche Geschichten. Ganz unkompliziert. Ich bin total pragmatisch, schnell und knackig. Deswegen. Ja. Aber ich bestelle mir. Kommt drauf an. Was bestellst du, wenn am liebsten? Ich bestelle auch eigentlich kein Essen. Deswegen ich koche. Ich koche auch immer das Gleiche. Okay. Gut. Deswegen. Aber wenn du bestellst. Wenn was ich bestelle, dann bestelle ich. Den Klassiker, Pizza, Pasta, solche Geschichten. Pizza Tonno? Auf gar keinen Fall. Fungi? Auf gar keinen Fall. Calzone? Nein. Ja, welche denn? Salami. Ah, okay. Pepperoni-Salami. Du? Pizza? Nee, ich esse am liebsten Mozzarella, Tomaten, Oliven, Artischocken. Bist du vegetarisch unterwegs? Nee, gar nicht. Aber die Pizza esse ich so am liebsten tatsächlich. Mhm. Das schon. Urlaub, lieber Action oder Chillen? Action. Ja? Ja. Was wäre im Urlaub so dein Lieblings-Action-Format, was du da so machen würdest? Im Urlaub? Ja. Wenn ich mir was aussuchen könnte, würde ich mir viele Leute einpacken, viele Leute aus meinem Umfeld, die ich gern habe, und dann einfach drauf los. Und dann gucken, was passiert. Okay, gut. Lieber voller Kühlschrank oder volles Handy-Akku? Voller Kühlschrank.
Warum? Weil ich das Handy hasse. Aber Schulzeit, Mathe oder Deutsch? Deutsch. Ja? Ja. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Abgesehen von Sport, würde ich sagen, Deutsch oder Bio. Echt? Hm. Und was hast du absolut gehasst? Nichts. Hast du kein Endgegnerfach? Nee. Okay, gut. Du, Mathe? So Physik, Chemie, diese ganzen, das mochte ich nicht. Das konnte ich nichts mit anfangen. Na gut, wir sind aber soweit durch. Du darfst dich jetzt gleich aufs Stadion freuen. Bist du gespannt? Freust du dich? Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, ist ja so das erste Mal, dass man das so ein bisschen dann auch fühlen kann, ein bisschen besser fühlen kann. Und der erste Eindruck auf das, was mich dann im Oktober erwarten wird. Ja, ich glaube, wir können sagen, dass wir uns alle hart drauf freuen. Dein Octagon-Debüt bei Octagon 62 im Deutsche Bank Park, bei einer der größten Events Deutschlands. Leute, ey, wenn ihr noch kein Ticket habt, dann seid ihr einfach. Wollte ich mal kurz dazu sagen. Ne? Schön, dass du da warst. Dankeschön. Bigger than.